Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden mit dem Milchwagen zurückfahren zum Hof und gleich wieder beladen lassen. In der Zeit, wo er belädt, werden wir natürlich logischerweise überlegen. Holz machen. Weil wir brauchen Holz fürs Sägewerk, damit wir Leerpaletten herstellen können. Und Hackschnitzel erstmal als Nebenprodukt. Die beiden Sachen, die brauchen wir erstmal. Das ist wichtig und dann sehen wir weiter. Dann ist auch schon vorbei. Mal schönen Gruß an alle. Sonntag, ne? Schönen Sonntagsgruß. Und ein dickes Dankeschön für alle, die mal reingeschaut haben. Ne, also wirklich, bin sehr positiv überrascht, dass es so langsam, aber sicher leicht bergauf geht. Ich hatte auch anfangs viele Fehler gemacht bei YouTube, also ich wusste ja im Grunde rein gar nichts, ne? Einfach mal so losgelegt. Ne, mit diesem Thumbnail zum Beispiel oder hier Videoqualität und so, Ton und so. Naja, man muss halt lernen mit der Zeit, ne? Mal den Deckel aufmachen. Und wir haben noch immer noch 410.000. Aber wie gesagt, wir werden jetzt nicht warten und wir werden jetzt mal schauen. Ein bisschen Holz muss sein. Na, das ist eine Laterne, die nehmen wir nicht nehmen. Denn wir haben hier nichts mehr zu liegen. Die Stumpen müssen auch mal weggenommen werden. Alles arbeiten für den Frühling und für den Winter. Weil die Aussaat ist ja jetzt bis auf Hopfen fertig. Das andere aber nach und nach dann machen, ne? Wir haben noch Bäume zu zeigen, ne? Unsere, die müssen wir auch noch mal pflanzen bei Gelegenheit, sobald das im Frühling losgeht, ne, mit dem Frost. Das sind die ersten, die ich gepflanzt habe, das ist richtig. Dann sind die Sträucher ja höher, ne? Das ist gut. Pro Jahr ungefähr 200 Bäume, heißt genau, genau 200 Bäume. Mal schauen, wie die wachsen, ne? Also dieses Jahr noch mal einen Schub kriegen. Normalerweise müssten jetzt im Frühjahr, hey, Ballon ist da. Die werden beobachtet. Der Meister liegt da oben. Eine Drohne. Das ist ja auch möglich, ne? So. Hoffentlich richtig eingestellt ist. Ja, Stroh fährt auch noch, das ist gut. Das ist schöne Erleichterung mit Autodrive, das klappt super. Da habe ich hier super hingekriegt, ne? Ja, irgendwann fällt er alleine runter. Hoffe gehen vor, ne? Kommt so schlecht durch mit den Bäumen. Ja, wir haben ja hier starken Kollegen, ne? Solange kein Baum dran ist, können wir aussteigen, ne? Weißt du was, du? Oh, heiß, Auspuff. Naja, ich spüre nichts. Ich merke nur, dass der Monitor so warm ist. Da starten mir ungefähr 40 Grad entgegen. Wenn man sich dran wäre. So. Gut, lassen dran ein Ding. Ne? Wir können die ganze Aufnahme nicht hier mit dem beschäftigen hier. Irgendwann müssen wir loswerden. Ist ja meistens so. Aber wie gesagt, im Winter machen wir Holz. Das ist ganz wichtig. Da haben wir ja im Sommer ja keine Zeit für.
Im Frühjahr eher noch, ne? Also anfangs haben wir die Aussaat mit Hopfen zu tun. Düngen und Kalken sicherlich. Na, Kalken glaube ich nicht, aber Düngen ist auf jeden Fall fällig. Aber erstmal Unkraut vielleicht, ne? Ein Thema vielleicht. Ah, Unkraut, ja. Da müssen wir sehen, eine Produktion gebaut kriegen. Die Produktion. Wo stellen wir am besten hin? Besuchen. Hallo Kuh. Na, hier ist doch kein Gras. Das liegt cool. Da hier im Trock, da. Ja, wo stellen wir das Grundstück hin? Ich hab's ja gerne ein bisschen in einer Linie. Also könnt man hier hinterm Gebäude errichten. So, okay, wir haben noch ein bisschen Geld. So. Gehen wir das Menü rein, das geht am besten. Düngerbrauerei, Diesel, Erdhaufen, Fische, Flüssigdünger brauchen wir immer nicht. Könnte man, na, machen wir nicht. Hofladen. Hofladen habe ich nicht vor. Holzstamm könnte man mal machen. Kieskugel, Kalkwerk, haben wir alles da. Dann brauchen wir nur noch Produktion für Flaschen machen, ne? Und Holzkohle, Mischfutter, Mechanik, Komposter, Palettenwerk haben wir jetzt extra. Ich brauche Pflanzenschutz. Mal gucken. Das passt sogar hin. Wir müssen nur drehen, die Burschen. Den Schweinefutter können wir eigentlich wegnehmen. Den können wir eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind, gleich wegnehmen. Weil ich muss ein bisschen drehen. In die andere Richtung. Ist besser. Und den können wir eigentlich komplett entfernen. Wenn wir hier anfangen. Bei Gelegenheit können wir noch einen zweiten dazu nehmen. Ja, so ungefähr. Das passt. So. Dann brauchen wir hier Dünger. Oh, Dünger haben wir auch genug. Tabak, Kalk. Kalk brauchen wir. Ach du dicke Neun. Ach, Kalk wollen wir dann kaufen. So. Wasser. Tabak. Ja, Kalk haben wir ein bisschen. Wasser, wir haben. Oh, wir haben es. Das ist jetzt blöd. Der ist voll, ne? Wir fahren nochmal Dings hin. Einmal Tabak, eine Fuhre und beim nächsten Mal Wasser und so ein Zeug. Aber hier sind mehrere Behälter, so ist ja nicht. Also wir haben ja eigentlich genug. Im Wasser haben wir hier den grünen, den kleinen hier. Dann hätte ich eher so einen Kurs programmiert, ne? Den kann man auch nehmen, theoretisch. Also an den Gärreste fahren. Müssten wir mal Mist herfahren, ne? Und Gärreste. Jetzt fahre ich aber Dings hin. Den können wir eigentlich stehen lassen. In Anführungszeichen. Hier können wir den Mist auskippen und da Tabak reinmachen. Keiner gesehen, ne? So. Dann holen wir hier Tabak. Aber wir werden trotzdem waschen. Also wir müssen doch. Wenn da vorher was drin war, war nicht so. Ne? Na gut, raucht der keiner, ist der Flattenschutz, ne? Von daher ist nicht ganz so tragisch. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Mein Waschen würde auch nicht gerade richtig gehen, aber gut. Hier ist er rein symbolisch. Mal kurz mal die Lanze schwingen hier, ne? Machen wir den Anhänger ein bisschen nass. Normalerweise wäre Tabak in
Plastiksäcken gelagert, sag mal so, ne? Das würde ich das machen, falls. Trocken dann halt, ne? Lose wird ja auch entsprechend stauben, wenn trocken wäre. Aber wie gesagt, das ist ja, hier symbolisch mehr oder weniger, ne? Wir holen mal Tabak eine Fuhre. Wir haben was da. Dann werden wir auch kurz Wasser kaufen und Kalk. Oder wir werden mit Kalk. Wasser haben wir ja in der Nähe, ist kein Punkt. Auch schön Weizen da. Können wir in der Brauerei arbeiten. Wir haben eine Pflaume, Kirsche, Äpfel, Sand, Kies, Erde, Zucker, Mehl, Tabak, 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 Tabak. Ja, da müssen wir nächstes Jahr auch wieder Tabak anpflanzen, ne? Mal sehen, wie wir von herstellen können, ne? Nicht ja nicht was, was hinkommen. Also haben wir Holz wieder nicht geschafft. Müssen bei Gelegenheit mal in Thüringen mehr machen, ne? Jetzt ist die Ernte voll im Gang. Das dauert ein bisschen. Aber Holz kriegen wir, glaube ich, nicht her. Das ganze Stämme. Das klappt glaube ich nicht. Aber Hacknuss auf jeden Fall. Werde ich mal schauen. Das Sägewerk hat auf jeden Fall was da, aber wie gesagt, das ist eher das Problem, das Sägewerk, da funktioniert nicht richtig. Ich kriege ja diese Stämme nicht verkauft. Auch Paletten verkauft ist irgendwie. Ja, klappt halt nicht, ne? Wir wollen ja was verkaufen für gibt der seitlich aus, ne? Das kriegst du Tabak. Geht Licht aus. Ja, schon vierten Tag, ne? Ja, wir haben hinter auch entsprechend immer auf 5 spielen. Kommt nicht darauf an. Mal aussteigen und kaufen wir mal hier was frisch ein. Und zwar Kalk und Wasser. So, Wasser. Kaufen, im Maximum nicht. Nehmen wir 10.000, ne, damit wir anfangen können, ne? Entfernen, kaufen. Zwar teures Wasser, ne? Ja. Gut. Kompost geht auch rein, also Produkte. Tabak. Das hatte ich ja mal super Leder gesucht. Wo ist denn hier Leder hier, ne? Mausrad bewegen und schon hast du das, ne? So. Ja, was kaufen wir da Schönes, ne? Maximum nicht. Dann brauchen wir noch ein Kalkwerk. Kaufen wir auch mal 10.000, ne? Der kann da mal produzieren, mal sehen, wie viel rauskriegen, ne? Auch noch geht da ganz viel. 120. Und noch eine Fuhre Tabak holen. Haben wir noch da. Ja, so ist die Planung, ne? Wieder alles hinüber, ne? Nach Wasser können wir ja so ein Dings aufstellen und dann mit dem Milchwagen fahren oder mit den anderen halt. Machen wir ja auch gleich. Müsste man gleich vom Stall aufstellen. So. Degradation nicht, diverses. Details, das können wir gleich da hinstellen. Stroh läuft. Bringt davon durcheinander, ne? Hier so hinstellen, so. Da haben wir hier unseren LKW. Dann schnappen wir uns von denen gleich hier unser hier gärreste Fass. Das kippen wir aus. Wenn aber drin sein sollte, wahrscheinlich. Dann kann der mal voll machen, ne? Oh, sieht da okay, gut aus. Gärreste, ja, wir haben wir drin. Mach mal Deckel auf. Dass der Gegendruck weg ist, ne? Und vor allem näher nicht vergessen, ne?
Ja, dann kann mit Dünger posiert werden noch ein bisschen. Das sind nur knappe 15.000, 18.000 gewesen. Draußen ist heiß, 30 Grad. Nächste Woche meldet er über bis teilweise 36 Grad. Im Raum Wien. Bleib lieber zu Hause. Naja, fest machen, ne? Gut. Starten. Jetzt haben wir zum Wasserpunkt und laden mal Wasser ein, ne? See. Auf zum Wasserfass, zum Wasserquelle. Brauchen wir nicht weit fahren, ne? Dann ist es schnell getan. So. Geht schon? Nö. Zu weit weg. Gut. Das läuft. Brauchen wir eine. Und dessen holen wir uns mal schnell noch Tabak. Ja, optimal. Von der Straße weg. Hier. Der Rechner, der Aufnahmerechner hat eine Prozesstemperatur von 71 Grad. Und wahrscheinlich mal die Woche mal entstauben. Einsteigen, ne? Wohl, das ist bei 40% Auslastung zurzeit. So. Wie gesagt, die Aufnahme, das kostet ein bisschen Ressourcen, ne? Dann fahren wir noch schnell hin. Dann haben wir heute auch wieder alles durch. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber wie gesagt, ich habe gestern Nacht bis um 2 Touring aufgenommen und das war eigentlich ein super Einfall, ne? Weil ich im Prinzip sowieso nie einschlafen kann, ne? Erstens zu warm und zweitens habe ich so darauf eingestellt, länger zu schlafen. Dass es im Prinzip ganz schwer fällt, abends einzuschlafen. Die heute auch um 10 Uhr aufgestanden, um 10 Uhr, ja, um 10 Uhr. Ist eigentlich spät, aber gut. Wenn der Körper Schlaf braucht, dann holt er sich den, ne? Ist halt so. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Hier auf dem Marsch. Fertig für die erste Woche. Im Laufe der Woche werde ich nochmal 7 Folgen aufnehmen für nächste Woche. Wahrscheinlich ein paar mehr, dass ich nicht gleich wieder am Sonntag aufnehmen muss oder möchte oder soll. Thüringen werde ich auch ein paar mehr aufnehmen am Freitag zum Samstag. Also, dass ich die Woche schon mal ab Montag, Dienstag hochladen kann, ne? Nach Möglichkeit Montag schon aufnehmen, Aufnahmen machen oder morgen. Bevor ich am Dienstag dazu keine Lust habe, wegen der Zahlengeschichte. Wahrscheinlich blieb mir da dickere, ja, Unannehmlichkeiten, ne? Aber mal schauen, ne? Ja, dann geht's hier heute zu Ende. Sag mal tschüss. War nochmal tschüss gesagt. Mach nichts, lieber einmal öfter als so wenig, ne? So, Wasser geht auch gleich nochmal rein. Ladung. Ne? Das machen wir noch fertig. Kann ich ja nicht erlauben, ne? Einen großen Behälter voll kriegen, ne? Da haben wir es. Lass ihn rauschen. So, Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Nochmal schon ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und ciao. Bis dann. Bis. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss. Schönen Restsonntag, ne? Nicht vergessen. Tschüss.